Servus, ihr Schlawutzkis, Knochen hier mit Kaiserin Kanz. Mit Hallo? Bärbel Schutkowski. Ja, hallo, grüß dich. Gute, gute, ne? Gute, sorry, Gung. Ich bin unterwegs mit dem Ranger heute. Flugzeugträger Rang 7 bei den Amerikanern. Ich habe, wie man sieht, vier Schwadrone oder vier Staffeln, sechs Flugzeuge. Drei Marinebomber Staffeln und eine Torpedobomber Staffel. Eine Torpedobomber Staffel. So, Indizgestalt 1934 habe ich das schon erwähnt, weiß ich jetzt auch nicht. 29,5 Knoten fahren wir. Ja, ich bin schon so aufgeregt, die Gamescom steht an. Mein Gott. Highspeed. Highspeed Gamescom? Geschwindigkeit. Du müsstest schneller sein, ne? Ich glaube, du hast 32 Knoten drauf. Kann das hinkommen ungefähr? Oder 33 mit der Ober? Ja, 34 kann ich schon fahren. Ja, und bevor sich wieder irgendwelche fragen, ey, Knochen, Alter, du bist so ein Penner hier. Lässt du mal automatisch deine Torpedos ausklingen. Ja, ich hab's mal probiert, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich brauche einfach zu lange und meistens werden die Flugzeuge schon zur Hälfte dezimiert da, ne? Bevor ich überhaupt die Torpedos ausgeklinkt habe, ich habe wirklich ein bisschen rumprobiert und dann war es mir zu nervig. Das Problem ist, ich bin einfach jemand ohne Geduld. Also wenn irgendwas irgendwie Zeit braucht und ich will das sofort erledigt haben, dann funktioniert das bei mir nicht. Aber so ist das nun mal. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwann sowieso mal alles wieder fahren. Von daher sehe ich das jetzt als noch nicht so schlimm an. Wie willst du das eigentlich machen? Nochmal alles wieder fahren. Naja, irgendwann wird es ja wahrscheinlich mal einen Punkt geben, wo erstmal keine neuen Sachen dazugekommen sind, ne? Je nachdem, wie häufig man spielt. Das ist wie beim War Thunder. Manchmal spielt ja auch einen Monat kein War Thunder und dann komme ich rein und es gibt wieder irgendwas Neues. Und wenn ich jetzt aber häufiger spiele, also irgendwann kommt einfach nichts Neues dazu, vielleicht eine neue Karte, aber nicht unbedingt neue Gefährte. Fahrzeuge oder Wasserfahrzeug ist ja ein Schiff, ne? Ja. Und ja, dann könnte man wieder nach und nach anfangen. Ja, eigentlich eine schöne Idee für eine Serie, wo man vielleicht mal guckt, ob man sich verbessert hat dann oder so. Also, bis dahin erstmal wird alles automatisch hier gemacht. Ich klinke halt nicht selber aus, kann ich einfach nicht, bin ich, habe keinen Nerv für. Ich sehe gerade auf der anderen Seite. Okay, wir sind schon unter Beschuss. Ich schicke die Tür, als ob die Tirpitz jetzt. Ich war schon ganz unter dem Schuss, weil ich steige und ich bin. Ich sehe, dass ich hier weg sollte. Immerhin einen Brand verursacht. Bitte nimm einen Torpedo mit. Nein, das tut er natürlich nicht. Aber die Tirpitz ist auch ein harter Gegner eigentlich. Glaube ich generell. Also, die meisten, die sie gefahren sind, waren voll begeistert. Und die, die sie als Gegner hatten, waren nicht so begeistert. Von daher denke ich mal, dass das wirklich ein krasses Ding sein sollte. Ja, ich weiß, ich habe hier ein bisschen wenig FPS. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht wird Windows 98 einfach nicht mehr so gut unterstützt. Was lachst du? Guck mal, das scheint. Ja, wir müssen unbedingt irgendwie den gegnerischen Flugzeugträger finden. Ich bin eine Leiche. Du bist schon weg! Hab ich doch Du gesagt. bist der Erste, der weggefutzt wurde! Ja. Holy moly! Naja, habe ich hier Unterstützung gehabt oder was? Ja, Naja. Abgesehen, dass ich, ne? ist natürlich Hör scheiße. mal, hier sind drei Schlachtschiffe und noch eins. Ja, Frechheit. Ja, Finde ich und auch. du laberst, statt mir zu helfen. Ich labere, weil. Weißt du, das ist aber. Ich erzähle euch so. Mein Geheimnis über Kaiser Franz. Kaiser Franz ist so, und so wie auch in anderen Spielen, gerade wenn es um irgendwas mit Abschießen geht, die ich immer als Erste vorne und wundert sich, warum sind da 20 Gegner und keiner hilft dir. Ne? Weil sich alle anderen denken, ich flieg da nicht als Erster rein oder fahre da als Erster rein. Ne? Kaiser Franz aber immer Geronimo-Style, sagt sie, Geronimo! Und rammt da voll rein und wundert sich, ey, und am Ende halt, und am, genau, und am Ende heißt es immer, ihr Ficker, ihr habt mir nicht geholfen, ey, verreckt doch alle, ey. Ja, jetzt könnt ihr alle sterben. Ja. Jetzt zerstöre Haut ab. Ich meine, ich gebe zu, ich bin jetzt auch ein bisschen unentschlossen. Ich weiß nicht genau, wohin will oder soll.
Also die Ecke, wo ich gestorben bin, ist nicht zu... Empfehlen, ja. Ach, danke. Ja, ich helfe doch gerne mit der deutschen Aussprechung. Deutschschreibung ist nicht... Oh, das war so ein Krampf, weil ich, es hat wirklich fast das ganze, die ganze Modifikation des Schiffes gebraucht, bis mein verdammter Kapitän, der übrigens der Beste bei den Amerikanern hier ist, bei mir, bis er wieder auf dem normalen Stand war, also nicht mehr in der dieser Prüfung war. Wie heißt das? Komm. Sei mal nützlich. Wie heißt denn das? Nützlich? Okay, ihr wisst schon, was ich meine. Also das waren jetzt bestimmt noch gute, seit gestern, 20 Runden. Es war einfach wirklich albtraumhaft. So, jetzt werde ich versuchen, ein bisschen clever zu sein, wirklich so Go-Gamer-mäßig, mein Zeug einfach am Rand lang fliegen zu lassen, so weit möglich wie es geht. Ich gehe davon aus, dass er... Okay, wir warten mal, warte mal kurz. Ich mache mal kurz die Karte ein bisschen größer. Also wie man sieht, er hat mich wohl noch nicht entdeckt, deswegen schickt er seinen Jäger auch nicht rüber. Ich werde also alles schön am Rand lang schicken. Mit zusehen, dass ich nicht in die verdammte Linie fahre. Denn, ne, reicht ja, wenn einer von uns immer macht. Die Linien und Inseln mitnimmt. Du hast schon der Thorsten, ne? Der Thorsten, ey, der ist ehrlich. Der Thorsten? Ja, kennst du Thorsten, fährt ja ständig gegen Linien und Inseln, ne? Mhm. Kaputt, der Junge, ey. Mhm. Ne? Mhm. Deswegen habe ich auch nie ein Video von mit ihm veröffentlicht. Echt, geht aber nicht. So, ich mache mal die Karte wieder kleiner, sonst sehe ich hier ein feuchtes Puck. Also, deine Flugzeuge fliegen so komisch nicht. Hoch und runter. Mhm. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Versuch, ich überlege gerade, wo könnte dieser Flugzeugträger sein. Ich schicke mal alles am Rand lang. Obwohl, jetzt fällt mir auf, ich schicke vielleicht einen Scheißdreck am Rand lang, weil hier sind diese ganzen Verkackten! Zerstörer. Ja, genau die. Und ich fahre voll an der Linie, ich muss also genau in die entgegengesetzte Richtung drehen. Das könnte eine schnelle Runde werden, aber hey, es ist ein Spiel, ne? Mhm. Und ihr kennt mich ja, wenn ihr meine Videos kennt, ne? Ich werde einfach alle Leute beleidigen, anspucken. Am liebsten nach Hause fahren. Ja. Und natürlich auch mal darauf hinweisen, was das eigentlich für drecksverkackte Kellerkinder sind, ohne Leben. Wie er jetzt hier mit seinen scheiß Jägern, Alter. Ja. Das ist so noobmäßig. Die jetzt einfach deine Säge zerstören. Ja, ich hoffe, ich kriege, warte mal, ich hoffe, ich kriege ein paar Ausfälle oder irgendwas hin. Jetzt hat er die Truppe das ausgesetzt. Mhm. Ich hoffe, er nimmt einen mit, das sieht sehr gut aus. Komm, nimm einen mit, du kleiner... Yay! Wassereinbruch! Und jetzt ist er weg, ein Kollege nach mir hat ihn vernichtet. Das ist Teamwork, ich reg mich nicht auf, ich bin nicht killgeil. Ich sag mir nur, okay, du Arschloch, ohne mich hättest du es gar nicht geschafft. Aber Teamwork, sag ich mal, ne? Es ist... weiß nicht... Okay, scheiße, du hast ja gar nicht von der Karte gesehen. Ich wollte gerade sagen, wie findest du die Karte? Ist die klein oder ist sie groß? Aber du hast ja nur 5 Meter von der Karte gesehen, von daher. Ja, ist ja nicht böse gemeint, war aber halt so. Ne? Ja, ist nicht böse gemeint, aber... Ist ja nicht böse gemeint, aber ich muss das einfach mal sagen, dass du scheiße bist. Ne? Was ich natürlich nicht so sagen würde. Guck, ich meine, überleg mal, ich sage nur War Thunder. Was warst du für ein scheiß Noob? Echt? Ja. Und jetzt bist du ein guter Noob. Und du bist schon besser, ne? Also kein Scheiß mehr. Nee, einfach nur gut. Right Side Fred, nee, der heißt Right Fred. Aber wahrscheinlich sollte das Right Side Fred sein. Right Side Fred. Die meisten sprechen das mal falsch und die sagen mal Right Side Fred, aber es heißt ja Sad. Richtig sagt die Fred. Sozusagen, ne? So, ja, wurde mal dann kriege. Du hast ja die Zeit. was will ich sagen? Was kann man zu den Ranger-Flugzeugträgern sagen? Ist auf jeden Fall weitaus besser als die meisten japanischen. Gott, ey, wenn ich nur an die Ryo denke, dann geht mir, der geht mir der Arsch auf. Ne, der kriegt Durchfall, Blitzdurchfall. Ich war japanische. Ja, aber keine Flugzeugträger. Wo die.
Ich weiß immer, wenn eine Ryo auf mich, also ihre Jäger geschickt hat, alles weggespetzt. Scheiße, hier bietet sich das zum Beispiel gerade an, voll auf die rauf zu gehen. Denn wenn man Glück hat, die zwei Schlachtschiffe links, ne? Wenn man Glück hat, wenn ich eine Torpedo rauskriege und selbst eine ausweicht, könnte der dahinter, weil die direkt nebeneinander fahren gerade, ja, die abbekommen. Allerdings ist die Frage, wie lange fahren sie jetzt noch so zusammen? Ich werde beschossen. Ich sehe es. Das ist ja mal scheiße. Und ich habe meine Flugzeuge in eine ganz andere Richtung geschickt. Ich brauche Unterstützung. Ja. Du bremst. Ach, ich sehe gerade, ich wurde betroffen. Torpedos raus jetzt! Ich habe nur noch 4 Torpedobomber. Und das ist jetzt der Nachteil, wie man sieht, wenn man es automatisch ausklinken lässt. Es dauert halt einfach ewig und wenn man Pech hat, sind die meisten Flugzeuge ohnehin schon weg. Torpedos kommen nicht. Aber okay, ich habe Glück im Pech. Scheiße, der eine ist gegen die Insel gefahren, ne? Hat aber noch einen Wassereinbruch abbekommen. Okay, aber ich kann mich eigentlich jetzt nicht auf die konzentrieren, da neben mir. Wenn man rechts schaut, nee, der ist jetzt auch weg. Die waren nicht für dich gedacht, die Torpedos. Ja, besser ist. Obwohl ich gerne mal meine jetzt wieder vollständig verfügbare Flugabwehr testen würde. Das wäre schon eigentlich ganz gut. Die Frage ist, nehme ich mir jetzt die Kutsu vor oder bleibe ich weiter bei diesen Schlachtschiffen da, ne? Aber ich sehe schon, da gehen Torpedos raus ohne Ende. Und wir sind nur noch zu viert, das ist natürlich nicht so prickelnd. Aber ich denke mal, der Herbert, der Beste, der hat dich auf dich geschossen, wollte ich nicht sagen. Herbert? Herbert, der Beste, heißt er. So ein kleiner Facker. Ja. Sehr gut. So ein kleiner Facker. Der hat nur ein halbes Leben. Jetzt ist mein eigentliches Ziel gerade verschwunden und ich kann nichts vorschicken. So, die Fighter, die sind gleich weg. Die Messerschmidt verfolgt die. Wir verlieren. Ich will da auch nicht langfahren, weil will mein System nicht beschleunigen. Ich werde jetzt alles auf die Tirpe schicken. Ich habe jetzt versehentlich, habe ich dich schon rausgeschickt, weil gerade dieses von Antivir, nicht Antivir, von TuneUp der Scheiß aufging und ich habe darauf geklickt und mein Spiel war jetzt nicht mehr aktiv, wie auch immer. Also ich muss zusehen, dass, ja, ich will auch irgendwie bei den Kollegen bleiben. Halbwegs in der Nähe. Deswegen bleibe ich auch mit Vollgas unterwegs hier. Aber ich habe nur noch 2 Torpedobomber. Zur gesamten Staffel. Ich bin in die Linie gefahren. Ja, ich höre es ja. Und du bist beschossen. Ja, das höre ich auch. Schön, aber danke für die Infos. Ja, gerne. Oh, Kaiser, mach ich manchmal ein bisschen fertig. Manchmal will ich einfach nur auf die einschlagen. So, ich hab's aber überlebt. Ja, was willst du? Was? Ne? Ich hab nichts gesagt. Ja. Ich wollte dich nur warnen. Und falls ihr jetzt denkt, mein Gott, der Knochen ist doch besoffen, ey, das stimmt überhaupt nicht, weil man ist doch nicht nach dem Kasten besoffen, weil einfach sollten irgendwas raus in die Tiere. Rocky Rock, ja. So, so sieht mein Schiff aus. Eigentlich wirklich ein ganz cooles Ding. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist wie im War Thunder, wenn du bei den Japanern, oh, mein Gegner ist auch ein Ranger. Wenn du mit den Japanern, oh scheiße, mein Schiff, Alter. Da. Wenn du mit den Japanern, mit den Bombern fliegst, ne, und die Dinger einfach überhaupt nichts aushalten, so ist es hier mit den Flugzeugträgern. Die japanischen Flugzeugträger sind für mich der letzte Scheiß, aber die Zerstörer sind super, ne. Ja, muss ich auch mal fahren. Kommt weil einfach, ja, dazu. Ja, der Vorteil ist einfach die Reichweite, ne? Ich bin mit den Japanern weitaus besser als mit den amerikanischen Zerstörern oder mit den russischen Zerstörern. Gut, die Amerikaner sind noch nicht so schlimm wie die russischen. Mit den russischen musst du ja eigentlich direkt schon, kannst ja schon winken beim Gegner, ne? So lange musst du ranfahren. Da kannst du die Namensplakette an den Uniformen lesen, ne? Ja, ist wirklich so. Hey, it's no bullshit, ne?
So, ihr fahrt nach A. Ja. Dann fahre ich auch mal zu A. Leider kann ich nichts aufdecken, denn ich will nicht in ein gegnerisches Abfangjägerschwadron gelangen. Ja, ich sehe, das ist wieder so eine blöde Sache, weil wir da nur zu dritt waren. Und der Rest. Wie gesagt, solange, also wenn ein Zerstörer aufdeckt und ich sehe dann Schiff, dann schicke ich da sofort mein Zeug hin, ne? Ja. Ich will nur sicher gehen, dass da keine Abfangjäger sind. Gut, wenn er jetzt ein paar Marinebomber abfängt, ist das nicht so wild, aber ich meine, ich könnte schon Zeug hinschicken, aber ich sehe, wir cappen hier. Okay, jetzt sehe ich auch einen Gegner. Ja, jetzt sehe ich auch die Cleveland. Cleveland und... Welche Munition war das nochmal? Colorado, shit. Immer noch AP. Wenn du einen Kreuzer fährst und der gegnerische Kreuzer, AP. AP, okay. Alles andere, AE. Richtig? Ja, ich will eigentlich aber nicht auf die Cleveland, weil die Cleveland einfach eine brutale Flak hat. Ja, ich mach die Cleveland vielleicht. Ich geh jetzt mal auf die Mutsuki hier, auf diesen Maverick-Typen, aber daneben ist gleich die Cleveland, also spare ich mir das, ja, dann schicke ich es auch auf die Cleveland. Ja. Und ich hoffe, dass die Cleveland nicht allzu viel abschießt. Aber die hat echt eine heftige Flak. Ich habe das ja jetzt schon mehrmals mitbekommen. Und ich sehe da einiges an Schiffen. Colorado, Aoba, New Mexico. Die nehmen mich als Ziel. Wie das aussieht. Ein Zerstörer ist drauf hier. Ich habe einen ganz kleinen Vorteil. Die sind relativ schnell jetzt, meine Flugzeuge, sodass die Flak natürlich nicht alles gleich abschießt. Ich hoffe, ein Torpedotreffer wäre super sweet. Er hat gerade ausgewichen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast, weil ich die ganze Zeit brülle. Was ist? Ich bin gleich durch. Hey. Ich finde das nicht lustig. Was soll ich denn sagen? Was soll ich sagen? Ja, Ei-Ei machen und nicht. Nee, nicht Ei-Ei. Weil, und das ist jetzt leider ein Fakt, den du wirklich angestehen musst. Bei dir ist oft derselbe Fehler. Du bist immer als Erste vorne und alle schießen dich weg. Ich war doch gar nicht als Erste vorne. Was redest du da? Aber die Zerstörer waren als Erste vorne. Du hast nochmal Glück. Du hast nochmal richtig Glück. So, ich siehste, ich werde nämlich schon angegriffen. Jetzt kommt auch schon ein Torpedo. Ich muss das jetzt so rausschicken, wie es hier ist. Torpedos voraus. Und ich werde auch gleich weg sein. Ey, ey, echt jetzt? Was? Ich bin echt noch irgendwie den Torpedos ausgewichen. Glaub mir doch keine Sau. Das ist schön. Ich wundere mich nur, weil... Schießt einer auf dich? Ja, der hat mich auch schon fast weggehauen. Ich bin wirklich gleich weg. Keine Ahnung, ja, weil da keiner zu sehen ist. Das Krasse ist natürlich, dass... Und das wundert mich eigentlich, der hatte 6... Der hatte 6, aber getroffen haben mich nur. Geh mal auf die Atlanta. Alter Schwede, wer war das? Ich bin echt gleich weg. Es sind noch gar nicht alle Flugzeuge draußen. Scheiße. Das wird eine kurze Runde auf jeden Fall. Ah, je. Wie fahre ich immer in die falsche Richtung? Ja, irgendwie habe ich auch den Fehler begangen, dass ich mitgefahren bin und ich bin ja schon fast hinüber hier. Und da sind so viele verkackte Schiffe. Das bist du aber außer Reichweite, oder? Kann ich nicht beurteilen. Es kann sein, dass ich nicht gesehen wurde. Ich wurde auch nur gesehen, weil die Flugzeuge vom Gegner über mir waren. Ich bleib jetzt weit hier. Naja, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir vielleicht so lange wie möglich noch am Leben bleiben. Hier sieht man wieder... Captain A. Das ist der Fehler, wenn man nicht manuell ausklingt. Okay, jetzt ist natürlich unheimlich viel Flakfeuer hier, dass überhaupt noch... Gruppe 3 ist weg, war mir schon klar. Okay, ich muss jetzt wieder sammeln. Das ist total Noob spielen. So spielen eigentlich nur die Noobs, aber... Ja, und Noob.
Ja, clever ist das nicht. Ich hätte das vorher üben sollen, aber ich habe einfach nicht den Nerv. Du fährst in die Linie. Kann gar nicht sein, denn ich drehe ab. Ich habe schon unheimlich viele Flugzeuge verloren, also... Chapeau. Weiter so. Gut, das ist ein Problem. Also ich habe ja zwei komplette Staffeln verloren, das ist ja schon ein Wahnsinn, ne? Ja, du solltest tatsächlich versuchen, so... Wirst du noch beschossen, oder? Ich bin bei dir. Das war nicht meine Frage. Ich bin nicht mehr besoffen, das ist besser. Ja, Kaisersasa. Ich bin nicht mehr besoffen. Ey, vor allem, wer ist hier eigentlich besoffen, ne? Wer ist hier eigentlich besoffen, ne? Besoffen? Bist du Spanisch oder was? Ich vermute ungefähr, wo der Flugzeugträger ist. Wo liegt deine Vermutung? Irgendwo bei 7, 8, H und I. Tja, eine gute Ecke. Ja, ich schicke meinen Krempel jetzt auch an der Ecke lang. Ich muss aber trotzdem relativ schnell machen, denn... Nee, hat sich erledigt, scheiße. Ich gehe auf die Atlanta. Ich habe ja keinen Bock, dass der Typ mir jetzt weiter hier an der Zwiebel hängt. Also ich werde auf jeden Fall verfolgt. Ich versuche die Atlanta auszuschalten. Ich bin ja auch dabei. Ich wurde auch entdeckt. Sie wird ja auch beschossen. Ja, ich ja auch dann wahrscheinlich gleich. Okay, Flugzeugträger entdeckt. Der ist bei J5 gleich. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Aha. Mein Ziel ist weg, scheiße. Weiter fliegen. Ist weg. Oh ne, vor mir, da ist noch einer. Noch eine Ober. Attack! Vor dir? Hinter dir. Gruppe 5, wir stehen unter Beschuss. Ich meinte vor meinen Flugzeugen. Gruppe 3, nähern uns Ziel. Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff. Ein einziger ranziger Bombentreffer. Aber ist wirklich das beste Beispiel. Man muss auf jeden Fall üben, manuell die Torpedos auszuklinken. Das ist noch kein Garant, dass man auch wirklich irgendwas trifft, aber ich meine, ich habe ja Torpedotreffer gemacht und nicht schlechte. Ich habe auch einiges mit Torpedos versenkt, aber mir ist aufgefallen, ich habe natürlich auch öfter mal die Probleme, dass mir einfach das ganze Schwadron, weil es immer noch kreist und diesen Ausklingpunkt sucht, gerade wenn ein Schiff sich selber noch mitbewegt, ja, dass mir in der Zeit fast alle oder alle abgeschossen werden, ne? Mhm. Und das ist natürlich scheiße. Ich bin auch nicht der Flugzeugträger-Typ. Wie die sich verpisst jetzt. Also bis vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ich bin eher so der Kreuzer-Typ, aber eigentlich wohl eher der Schlachtschiff-Typ. Kaiserin Franzi, Warnung wegen Frontbeschuss auf verbündeten ja? Europe. Wieso fährt er mir? Es sind wieder die anderen. Ja. Weiß ich auch nicht, was das soll. Ich frage ihn dann mal. Ja, okay. Ich sag ja, er ist ein, genau sowas. Ja. Eigentlich ist hier alles nur irgendwie mit Glück. Die einzige Arbeit hier bei mir besteht eigentlich gerade daran, dass ich überlege, wo schicke ich die Dinger mal lang. Ne? Aber gut, dass ich jetzt auch sehe, was da los ist. Wenn jetzt noch wer die Auber wegfetzt. So, die Colorado fährt vor, also werde ich wohl auf die Colorado gehen. Da die anderen sich in die andere Richtung bewegen. Flugzeugträger ist jetzt bei J3. Attack!
Ja, wir sind nicht komplett nutzlos, da so recht. Eben. Und alle Schiffe, die ich hier gerade sehe, bis auf den Flugzeugträger höchstwahrscheinlich, ich will ja gar nicht sagen, sind schon relativ schwer beschädigt. Also meine Leistung hier ist gerade nicht so gut, aber ist okay. Also eigentlich, so blöd das klingt, ich freue mich generell, wenn ich ein Match überlebe, ne? Mhm. Und wir noch gewinnen. Also das in Kombination. Also wenn das Match zu Ende ist, ne, dann geh mal bitte nicht auf die Statistik. Oder nimm sie nicht um. Mhm. Also werde ich genau dies tun? Yeah! Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Ja, mein erster Kill hier. Ach, hab ich ja gar nicht gemacht. Ja, aber danke, dass du dich mit freust. Ich freue mich. Ich weiß ich doch. Deswegen habe ich ja gesagt. Verfehlt. Das, oh, was? Was? Ja. Jetzt schon? Schade. Sieg. Sieg! Nee, die Statistik gucke ich mir auch nicht an, bei mir sind. Also, ich sag mal. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Ich weiß, er braucht einen neuen Rechner, damit er schöne Videos machen kann. Genau. Teilt dieses Video, klickt, teilt, guckt mal alle Videos durch. Erstmal, das bringt Kohle. Dann teilt alle Videos, die ihr richtig gut findet. Oder super lustig, aber nicht dieses. Und sorgt dafür, dass ich mal so 1000 Euro im Monat zusammenkriege. Und dann kopiere ich mir einen neuen Rechner und spiele nur noch die allerschönsten Spiele. Und sagt dann auch mal Danke, meine Fans. Ne? Ihr zwei, drei, ihr seid die Besten. Und, nee, ehrlich gesagt, also danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Gamescom für alle die da hinlatschen. Vielleicht sehen wir uns, wahrscheinlich sehen wir uns, aber keiner wird sich gegenseitig erkennen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich laber hier. Viel Spaß noch beim Zocken! Und ja, bis demnächst, ne? Sag Tschüss jetzt! Alles klar. Tschüss Leute, bis dann, haut rein, ne? Ciao, ciao.